Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video heute für euch mit 12 Jahren einen Freund haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Let's go. Ganz kurz, ich weiß, dass meine Community von 10 bis circa maximal 16 Jahren ist. Und falls ihr jetzt irgendwie 11 oder 12 seid und einen Freund habt und euch denkt, ja, mit dem möchte ich alt werden, dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Egal, unsere heutige Jugend ist ja eh schon komplett im Arsch. Die meisten reden nur noch mit dieser Fong-Sprache, beispielsweise E-Bims, der Niklas. Und ich rede auch noch in dieser E-Bims-Sprache. Das hat sich so angeboten. Ich glaube, ich weiß nicht mal mehr, wie das normale Deutsch geht. Ich bin's, Niklas. Oder? Nein. Ich bin's, ich heiße, okay, das schweißt schon wieder vom Thema ab, sorry. Jedenfalls habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und bin auf Google auf einen Beitrag gestoßen vor 7 Jahren, wo steht, was macht man in einer Beziehung mit 12 so? Ich weiß nicht, wie weit ich gehen kann. Dann hat jemand geantwortet, Händchen halten, mit Meerschweinchen auf der Wiesen sitzen, ein ganz normales Küsschen ohne Zunge. Oh mein Gott, dann hat doch jemand geantwortet, Händchen halten, einen Kuss auf den Mund, auf die Wange, nicht richtig, aber ein wenig kuscheln, also anlehnen, ja, was zusammen unternehmen. Und ganz wichtig, noch keinen Sex. Das ist ja jetzt, das muss man ja auch noch dazu sagen, so, ich meine, man ist 12 und da denken jetzt auch noch die 12-jährigen Mädchen an Sex. Okay, hier haben wir einen echt coolen Kommentar. Ich bin auch 12 und wurde nach einer Beziehung gefragt von einem Jungen, den ich wirklich sehr liebe. Du bist 12, du kannst ihn nicht wirklich sehr lieben. Habe aber nein gesagt, weil das meiner Meinung nach nur Angeberei ist mit 12. Ist wirklich so, mit 12 liebt man diese Person nicht wirklich. Das ist einfach nur so, yo, hey Baby Boy, ich liebe dich. Gib mir mal hier ein Küsschen auf die Wange. Alter. Das ist 12, ihr liebt diese Person nicht wirklich. Ich bin nicht unreif für mein Alter, aber jeder gibt bei mir in der Klasse immer mit Freunden an. In dem Alter, meiner Meinung nach, nichts, aber wenn dann ein Kuss ohne Zunge. Okay, ich bin mal ganz kurz Dr. Sommer. Falls ihr jetzt 12 Jahre seid und einen Freund oder eine Freundin habt und euch denkt, ja, mit dem wird es für immer halten, dann, kleiner Tipp, bitte denkt so nicht. Das ist die falsche Denkweise. Nein, 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 nein. Das wird maximal ein paar Monate halten, dann ist Schluss bei euch beiden und ihr hasst euch. Genau. Okay, hier haben wir auch wieder einen Kommentar. So, da berichten einfach immer so die 10-Jährigen oder 12-Jährigen von ihrer Erfahrung mit Beziehung. Ich muss zugeben, ich habe mit 12 keine Freundin gehabt. Egal, hier, weiter geht's. Also ich bin auch 12 und bin vergeben. Ich kann dir nicht sagen, was du machen kannst, willst, sollst. Aber was wir machen, also Händchen halten, küssen, in Klammer, muss ja nicht flashen sein. Was? Aber schön halt auf den Mund. Ins Kino gehen, Schlittschuh laufen und so weiter. Was Mädchen brauchen, ist viel Zeit. Mach einfach viel mit ihr, viel Glück. Aber diese ganzen Kommentare wurden vor 7 Jahren geschrieben. Das bedeutet, das ist gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Ich lasse das jetzt mal mit diesen gute Fragen-Shit und so und rede einfach mal von meiner Meinung, was man mit 12 Jahren dies und das tun sollte, was man nicht tun sollte. Ich hasse es einfach, wenn ich auf Instagram gehe, so ein paar Profile angucke und dann sehe ich einfach da so, ja, Single. Single, wen juckt es, dass du Single bist? Oder vergeben. Okay, dann bist du vergeben. Okay, darüber rege ich mich dann nicht auf. Ich meine, ich will ja jetzt nicht eure Beziehung zerstören oder so. Warum Single? Ich meine, ihr seid 12. Ihr könnt doch noch mit Sandkästen spielen oder Buch lesen. Oder das hier machen. Aber eine Beziehung, muss das wirklich sein? Wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, dann liebt ihr diese Person nicht wirklich. Weil Liebe ist was anderes als 12 eine Beziehung haben. Holy moly, das war schon wieder echt ein crazy Video. Okay Leute, das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, man konnte das Video ganz gut anschauen und es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne auch ein Like da. Schaffen wir unter diesem Video, Leute, schaffen wir 2000 Likes. Let's go. 2000 Likes unter diesem Video und dann kriegt jeder von euch eine Pizza. Also, das war's jetzt mit dem Video. Ihr seid die coolste Hashtag Niklas Army, die man sich vorstellen kann. Wenn auch nicht so aktiv, aber das kriegen wir hin. Das war's jetzt mit dem Video. Ciao, Leute.